Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mit einem ganz lieben Special Gast, Charles Rettinger. Oh je, Mini. Abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Neben Santiago Ziesma, wunderbar. Und das an einem Freitag. Hallo lieber Charles, schön, dass du da bist. Danke. Möchtest du dich mal eben vorstellen? Tja, mein Name ist Charles Rettinghaus. Ich bin 1962 geboren, auch wenn man es nicht sieht. Ja? Und Santiago und mich verbinden ja schon ein paar Schnittstellen haben wir gehabt im Berufsleben. Wir haben zusammen gedreht in Österreich. Hallo. Am Wörthersee. Wir haben ganz viel zusammen synchronisiert. Ja, ich bin Synchronsprecher, für die, die es nicht wissen, und Schauspieler. Aber meine Hauptbeschäftigung ist eindeutig Synchron, was mir sozusagen den Arsch gerettet hat als Schauspieler, denn dadurch konnte ich mir mein Leben finanzieren bis heute und hoffe auch trotz Corona, Carola wollte ich schon sagen, hätte ich nicht was gequatscht, Corona, dass es auch so bleibt. Ja, Feststimmen, die ich habe, das sind Jamie Foxx, Robert Downey Jr. nur ab und zu, mittlerweile fast gar nicht mehr leider, aber Jean-Claude Van Damme hat mich schon seit 30 Jahren begleitet und Matt Dillon habe ich sehr oft synchronisiert, Jeffrey Dean Morgan in Walking Dead, für die Walking Dead Fans. Tja, und die allerersten Fans in meinem Umfeld waren die Star Trek Fans, Geordi LaForge von der Enterprise. Captain, wir haben ein Problem. Tja, so hat's angefangen und hoffentlich geht's so weiter. Und jetzt fangen wir mal an. Die erste Frage an Charles. Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten. Santi, blond oder brünett? Egal. Der nimmt alles. Pizza oder Pommes? Pizza. Sonnenaufgang oder Untergang? Untergang. Eis oder Pudding? Pudding. Rechts- oder Linkshänder? Links. Weiß oder Schwarz? Schwarz. Hoch oder tief? Hoch. Süß oder salzig? Salzig. Jetzt geht die Frage an euch beide. Ich mag ein Buch, das spannend und unterhaltsam ist. Spannend ist und unterhaltsam, wie jetzt von Andreas Winkelmann zum Beispiel, der Fahrer, den ich gerade eingelesen habe, den könnt ihr euch kaufen. Der ist jetzt seit 2 Wochen draußen. Morgen schlafe ich gerne bis? Bis ich von alleine wach werde. Ich werde meistens zwischen 6 und 7 wach. Und das schon seit ewigen Zeiten. Mein Lebensmotto ist? Nimm alles mit Humor. Nimm alles mit, was du kriegst. Was war dein größtes Highlight in deinem Leben? Oh, das ist schwer zu sagen, weil ich hatte einige, etliche. Also mein größtes Highlight war tatsächlich die Geburt meines ersten Kindes, weil ich das überhaupt nicht kannte. Das war so irre, dieses kleine Wesen zu sehen. Ich will jetzt gar nicht groß ins Detail gehen. Also die Geburt meiner Kinder, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Der Moment der Geburt auch. Welche Orte in Berlin gefallen dir am besten? Hier mein Wohnkiez, Wittenbergplatz am KDW zum Beispiel. Kudamm liebe ich auch sehr. Ja, bei mir auch der Kudamm, denn das war der erste Platz, als ich nach Berlin kam, 1986, auf den ich raufgefahren bin, also auf die Straße Kudamm. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, wie geil ist das denn? Ja? Ja. Also Kudamm ist schon, wir sind ja hier gerade in der Nähe, ganz, ganz, das ist Berlin. Berlin ist der Kudamm. Hast du schlechte Angewohnheiten? Mit Sicherheit, aber die werde ich hier nicht verraten. Schlechte Angewohnheiten, natürlich habe ich die, aber das ist so viel, die Zeit haben wir nicht. Was ist das Beste an deinem Beruf? Oh Gott. Ich kann grundsätzlich nur sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf machen dürfen. Und gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit, freue mich auf die Arbeit, auf viele Kollegen, nicht auf alle, aber auf die meisten. Ja, und das ist ja eigentlich schon der Glückstreffer. Ähnlich wie ihm geht es mir auch. Man freut sich auf viele, nicht auf alle. Aber der Beruf, ich sage mal, wir haben das Privileg, dass wir immer noch, auch jetzt im Alter, jeden Tag spielen dürfen. Es ist wie ein Spielplatz. Wir sind Kinder, große Kinder. Und wer kann das? Wer kann schon schreien? Wer darf lachen einfach? Und dann kriegst du noch Geld dafür. Das ist ein Geschenk. Erzähle einen Witz. Einen Witz? Ach du liebes bisschen. Oh mein Gott, oh mein Gott.
kloppt der kleine Junge in den Bäckerladen und sagt, ich möchte gerne Rumkugeln, sagt die Verkäuferin, aber nicht hier im Laden. Schön. Gehen zwei Schauspieler an der Kneipe vorbei. Ja, das war's. Der kürzeste Schauspielerwitz. Wie alt wärst du gerne für immer? Ach Gott. Eigentlich ist immer das Alter, das, was man gerade hat, am schönsten, weil jede Altersphase hat ja Vor- und Nachteile. Also Jugend ist schön, die mittleren Jahre sind auch schön. Wenn man jetzt so ein bisschen in das letzte Drittel kommt, hat aber auch seine schönen Seiten. Also könnte mich da nicht entscheiden. Also ich wäre gerne für immer 80 oder 85. Mit dem Aussehen, so jetzt, wie ich jetzt vielleicht aussehe, ja, vielleicht noch ein bisschen jünger. Und mit der Weisheit, also mit dem Wissen. Ja. Und dann kann ich noch 100 Jahre weitermachen. Aber jetzt 20 und dann nicht wissen, wie das Leben so wirklich funktioniert, das wäre mir dann zu anstrengend. Alles klar, dann danke ich euch beiden. Ja. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!